Hallo Leute, hier ist Rex99. Willkommen zum weiteren Part von Anstoß 2005. Wir spielen diesmal gegen Lila Bielefeld. Wir sitzen gerade in der Kabine. Spielt ruhig frech nach vorne und denkt daran, je mehr man kämpft, desto weniger Angst hat man auch vor einer Niederlage. Jungs versprechen ihnen gleich nach Anpfiff kräftig Gas zu geben, möglichst viel Akzent zu setzen. Secretario verlangt. Omuila Masche mit dem Ball am Fuß Richtung Gag fahren. Salosagio geht mit. Salosagio spielt ihm eine Chance an den Ball. Es kommt zur Seite und quer. Salosagio war in seiner Entscheidung eine Sekunde links. Hat er wieder zu sich und zeigt ihm die gelbe Karte. Der Secretary mit dem Ball mit Schüler. Schauen wir zum Schuss aus 9 Metern. Borges fälscht den Ball noch ab an die Latte. Borges schlägt den Ball in Seiten aus. Dammeier nimmt den Ball bis zur Blinde und flankt in den Strafraum. Abseits nehme ich auf die Fahne. Wörter bringt den Ball unter Kontrolle und zieht nach links, wird von Judith gestellt und lässt sie bei der Körpertäuschung aussteigen. Kommt wieder vor dem Tor in den Ball, läuft noch 3 Schritte, zieht ab, genau auf den Torwart, und der den Ball noch vorne ab und dann kommt direkt vor die Füße. Zweiter Schritt, der laufen und jagt den Ball ins Tor. Secretario plant zu Sösel, jedoch der köpft den Ball nur ins Aus. Da freistößt bei der linken Seite FC Bayern München. Secretario läuft an, zieht den Ball um die Mauer aufs kurze Eck. Heim sieht den Ball erst sehr spät und streckt sich vergeblich, doch der Ball bewegt sich harsch am Pfosten vorbei. Robert stoppt den Ball umständlich, legt ihn dann nach links ab. Bini schießt sofort, tritt er den Boden, der Ball kollert in den Strafraum. Deshalb geht mit dem Ball mit dem Rücken zum Tor an der 5 Meter Linie an und legt sofort auf den Lauer der große Gitarre zurück. Den Ball liegt auf Flachschuss. Genau auf den Torwart. Dreht den Ball nach vorne ab und Gabriel Schägel abfällt in sein Haus. Auf 60 München von der Gegenseite durch Cabral, hoch in den Strafraum, der Ball senkt sich nach vor dem Tor, Heim klebt auf der Linie, Jongua schwingt sein Gegenspiel durch, kann sich die Ecke aussuchen, er senkt den Ball im linken Eck. Auf 60 München durch Jong. Wackel nimmt den Ball mit. Spielt Richtung der Fahne, setzt er den die Fahne. Kaufmann den Ball mit, leitet ihn die Fahne mit, schaffen weiter abseits, er liegt dann die Fahne. So, das ist wie passt der Secretario schießt und trifft. Tor, was ein krasses Tor von Secretario. Dammeier nimmt den Ball an und zieht nach links, wird von Las Palos gestellt, von diesem von den Beinen geholt. Und sich da die Bälle von Las Palos zu sich, zieht dann gelb. Jan köpft zu Secretario, aber der Ball geht nicht rein.
Scheiße getan, Junge. Oh Mann. Was war das denn? Schalten wir euch in die Kabine. Überzeugend! Ganz überzeugende Leistung! Super! Die Jungs klatschen sich ab und freuen sich über das Lied. Wo Secretario flankt zu Las Palis, weil wir einfach nicht reingehen. Der kann mit dem Ball mit dem kann. Wer vor dem Strafraum laufen und wird von Logos gestellt und er sieht eine Körpertäuschung aussteigen. Er sieht sich Schüler gegenüber und kann von diesem Mal vorgestoppt werden. Ich sage, der gewinnt Schüler zu sich und hält ihm den gelben Karton unter die Nase. Der Sekretär bringt den Ball unter Kontrolle, weicht nach links aus und wird von Büro gestellt. Lässt die bei der Körpertäuschung aussteigen. Nimmt das Leder mit, wird von Schüler auf das linke Flügel abgedrängt. Lustig da immer Schippe drängt von Schüler mit dem Ball Richtung Strafraum. Lustig Gitarre holt aus, doch Schüler winkt, wirft sich mutig dazwischen und blockt den Schuss ab. Dafür ist es unwahrscheinlich, dass er im nächsten Jahr Vater werden wird. August schlägt den Ball auf die Tribüne. Was Paulus? Ein weiter Abschuss. Robert flankt zu Brümmel und der köpft ihn ins Tor. 3:2. Aber stoppt den Ball, flankt aus dem Stand in den Strafraum. Lang nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an der 5 Meter Linie an, rammt seinen Gegenspieler Borges den Bögenwagen über. Schuss aus der Drehung. Der Parteischütze zückt sofort gelb. Buckley hält den Ball und läuft Richtung linke Strafraumecke, wird von Drecker gestellt und zieht einen kurzen Spieler vorbei. Und den Ball mit recht den Flügel aus. Schiebt den Ball ab und marschiert in den Strafraum. Rocker geht mit. Doch Rocker wirft sich mutig dazwischen, blockt den Schuss ab. Dann schlägt den Ball auf die Tribüne. Kauf zieht sich Brünner, stoppt den Ball. Brünner setzt zur Grätsche an, verfehlt den Ball und trifft stattdessen Kauf. Geht sich ja zu der kurz und zeigt mir dann die gelbe Karte. Der Sekretär nimmt den Ball mit, stimmt auf den linken Flügel hinaus. Und den Ball wird schlägt ein Haken und flankt den Strafraum. Kein Abseits, dann müsste er nicht angreifen. Legt sich den Ball sehnlich auf den stärkeren Fuß. Schauen wir sie gleich den Winkel an. Der Bogus geht schon letzter Sekunde den Ball vom Fuß. Sekretario nimmt den Ball mit, flankt butterweich in den Strafraum, Sarisalo reißt seinen Ball hoch, beim Rudelhof um den Ball zu stoppen und trifft seinen Gegenspieler leicht im Gesicht, schießt seinen Berger entscheidet sofort auf gefährliches Spiel. Kauf nimmt den Ball mit, spielt Richtung Eckfahne abseits, eine Tieffahne. Foul für Boris, das gibt die Rote Karte für ein grünes Foulspiel. Dort kontrolliert den Ball und läuft der Drinken, oder kann nicht um den Weg fahren. Konno stößt ihn zu Boris hier ab. Fühlt sich da nasselt an der Brusttasche und zückt die gelbe Karte.
Er begann mit dem Ball bis zur Grundlinie und drischt ihn hart, flach in den strafen Ort, keiner kommt heran, der Ball landet auf der anderen Seite des Feldes. Young sieht, dass er jede Menge Platz hat und läuft mit dem Ball am Fuß Richtung Strafe, wird vom Pater gestellt und wird von diesem gefoult. Pater zieht gelb. August lacht mit einer schönen Ballführung, der drängt vom Kicker Richtung Rechteck faul. Er versucht August den Ball vom Fuß zu spitzen, trifft aber August und bringt ihn dabei zu Fall. Wie sich da Vidal zögert, eine Sekunde zieht dann gelb. Ecke für Bielefeld, Vater köpft den Ball ins Tor. Buckley schlägt den Ball weit auf die andere Seite. Keiner kommt heran, der Ball landet im selben Eis. Guru passt in Buckley. Buckley schießt, aber er kann ihn halten. Das war's mit dieser Partie zwischen FC München und Arminia Bielefeld. Wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie beim nächsten Mal vorbei. Luft, Männer. Geht ihr den Geruch? Die Fenster draußen, alles ordentliche Kerle, die gehen mit euren Trikots schlafen. Und die Klamotten werden erst gewechselt, bis wir wieder verlieren. Nur lieber erstinken als verlieren. Ha! Wenn Sie meinen, Sie blicken in fragende Gesichter. Bayern Leverkusen ist auf dem letzten Platz. Letzten Platz ist Hannover 96. Den letzten Platz ist Karlsruhe, Platz Duisburg. Das Platz ist heute noch letzten Platz Bamberg. Heute ist jetzt ein Video aus der Form, da er sich anscheinend mehr den für diese Selbstsituation zu Fußball. Ich habe ihn mit einmal so ein PC zu überlegen. Die Wartleistung soll entscheiden. Der Woche ist Buddy. Für sich wurde Sato hoch von erstes Jahr ein sehr kurzes Angebot von Arno und dabei danach wieder im Wechselseite bis diese derzeitigen Bezüge verdoppeln. Das war's mit diesem Part. Tschüss, sagt euch 90.